Ah, hier guckt Jonas sich eine Abrichte an. Sowas brauche ich auch für meine Werkstatt. Das sieht ja super aus. Das und einen dicken Hobel. Hole ich mir auch. Ich guck gleich mal, was das kostet. Ah, spitze. Hier gibt's ja beides als Set. Eine Abrichte und einen dicken Hobel. Mal gucken. Okay, 1200 Euro. So, heile ist es noch. 1200 Euro für zwei Maschinen, die wir beide getestet haben, die wirklich super sind. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, Jones, geht es nicht günstiger? Normalerweise steht an diesem Moment jetzt ein Paket hier. Aha. Hä? Ach, hier ist der Karton. In diesem Karton verbirgt sich ein Abrich-Dickenhobel-Kombigerät von Parkside. Das ist eine der meistgewünschtesten Maschinen, die ihr von mir getestet haben wolltet. Und tatsächlich gibt es aktuell diese Maschine für 230 Euro in etwa. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, habe sie mir bestellt. Sie war innerhalb eines Tages da und eine Sache habe ich auf dem Karton schon entdeckt, die mich wütend macht. Ich zeige sie euch. Ich weiß, jeder lernt mal. Aber wenn ich irgendwann mal einen von euch so abrichten sehe, dann komme ich aus dieser Maschine gesprungen und dann platsche ich euch dieses Ding aus der Hand. Welcher hirnrissige Idiot hat dieses Foto abgenommen? So richtet man nicht ab. Das ist nur Druck auf dem Eingabetisch, kein Druck auf dem Abgabetisch. Was ist das, Parkside? Was ist das? Egal, vergesst das. Wir gucken hier mal rein. Hoppala. Das sind die Einzelteile. Ich baue es mal fix zusammen. Der Aufbau ist im Prinzip ganz einfach, weil es mehr ein Abbau ist. Eigentlich müssen wir nur Teile abschrauben, die für den Versand hier dran waren. Diesen Anschlag müssen wir dran schrauben. Ah! Das ist so festgeschraubt, wie es geht. Digga, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Ding? Das hält ja überhaupt nichts. Also das ist halt überhaupt nicht fest. Das ist auch nicht so schlimm. Also das ist schlimm, aber es ist eh egal, weil das ist das dünnste Blech, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Wir gucken mal, ob es gerade ist. Also hier hinten ist eine Skala. Da ist es jetzt auf Null. Aber hier haben wir halt einen halben Zentimeter Luft. So, wenn ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen rüber drücke, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Aber es kann natürlich eigentlich nicht sein, dass man dieses dünne Blech biegen muss. Und ich krieg's auch nicht so gerade, wie es sein müsste. Vor allen Dingen nicht auf beiden Seiten gleich. Der Anschlag ist auf jeden Fall absolut Trash. Aus meiner Sicht kann das niemals gut sein. Ihr könnt euch hier vielleicht was dran schrauben, wenn ihr die Maschine nehmt. Aber das ist wirklich absolut unterirdisch. Winklig wird es damit bestimmt nicht. Der Sticker hier haut auch gleich schon ab. Aber egal, wir wollen das Ding ausprobieren. Es kostet nur 230 Euro. Wir brauchen Holz. Moment, hier ist ja doch noch ein Paket. Denn Werbung, es gibt wieder VLVR-Restekisten. Und vorweg ein Wort von uns, Flo mir. Wir schicken uns immer gegenseitig auch Sachen zu. Und es ist das hier passiert. Die Restekiste ist am Rand aufgegangen. Und das ist ein Problem, was uns bewusst ist. Deswegen spreche ich es an. Es kann sein, dass bei diesem Mal eure Pakete eventuell bei den Restekisten noch so ankommen. Weil wir die neuen Kartons noch nicht final haben. Weil wir noch am Testen sind. Weil wir im nächsten Schritt wirklich die besten Kartons haben wollen. Damit das nicht mehr passiert. Und, was ich an der Stelle auch noch mal kurz sage, ist, solche Videos wie das heute sind gesponsert von mir selber. Ich kaufe die Maschine mal selber und verschenke sie dann weiter an euch. Das wollt ihr alles gar nicht hören. Jones, Restekisten, Wahrheit? Ja, es gibt wieder unsere Restekisten. Also Kisten, in denen ihr eine ganze Menge Massivholz findet. Zum Beispiel so ein Stück wie dieses Stück Esche hier. Oh, das ist ein klasse Stück. Genau das nehmen wir jetzt zum Abrichten. Schaut mal unten. Die Restekisten gibt es nur in begrenzter Stückzahl, so wie immer. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, wir schaffen es langsam, so viel Massivholz für euch bereit zu haben, dass ihr die normalen Riegel
eigentlich immer kaufen könnt. Also wenn ihr großes Holz sucht, guckt mal unten. Wenn ihr Restekisten wollt, guckt mal unten. Und jetzt gucken wir drüben. Oh Gott. Bevor wir jetzt loslegen, müssen wir natürlich hier erstmal irgendeine Art von Abnahme einstellen. Ich hoffe, dass dieser Sticker hier irgendetwas anzeigt. Oh Gott. Wir nehmen mal 1 Millimeter. Gucken wir mal hier. Das müssen wir natürlich hier alles so ein bisschen von Hand einstellen. Das ist irgendwie ganz klar. Oh Gott. Hallo? Wie soll ich da denn rankommen? So. Das ist ein bisschen nervig, aber für den Preis wahrscheinlich völlig in Ordnung. So, Staubsauger an und let's go. Aber müssen wir gar nicht so machen. Ich habe die Maschine in den Staubsauger eingesteckt. Mal gucken, ob das geht. Oh Gott! Es gibt nichts anderes als sagen, ach du heilige Scheiße, war das fürchterlich. Ey, aber das Ergebnis sieht ja erstaunlich gut aus. Krass. Das erste ist natürlich jetzt erstmal nur eine bedingte Kritik. Wir können einen Staubsauger an diese Maschine anschließen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir so große Späne haben. Ein Staubsauger ist dafür nicht gemacht. Das ist eine ganz andere Art der Späneabsaugung als eine richtige Absaugung für solche Späne. Man könnte eine richtige Absaugung mit einem größeren Durchmesser hier anschließen. Ich bin aber ganz ehrlich mit euch, ich glaube niemand, der eine richtige Absaugung hat, kauft sich für 230 Euro so eine Maschine, weil das einfach nicht viel Sinn macht. Also rechnet damit, dass ihr überall Späne habt. Das zweite ist, ich hoffe, man hat es gesehen, das hat gerumpelt und gerattert wie Sau. Also beim nächsten Versuch nehmen wir die Hälfte, vielleicht einen halben Millimeter. Mal gucken, wie das geht. Ich gucke jetzt währenddessen hier einmal über die Tische rüber. Wichtig ist, dass diese beiden Tische zueinander in einer Flucht sind. Nur halt in den Ebenen versetzt. Sie dürfen aber nicht zueinander verdreht sein. Ich nehme jetzt auch meine Brille ab und peile hier wie ein Adlerauge drüber. Sieht gut genug aus. Wir nehmen jetzt die Hälfte und testen das nochmal. Puh! Während ich das jetzt hier verstelle, was passiert hier mit dem Tisch? Oh nein, Parkside, was tut ihr denn? Es war eben gut in einer Flucht, oh Gott. So. Präzision geht anders. Und los geht's! Das hat relativ gut funktioniert und die Maschine stoppt auch schnell. Ein Glück, wenn man eine 230-Euro-Maschine testet, wenn man eine 10.000-Euro-Formatkreissäge hat. So ein Tisch ist unglaublich plan. Und wir sehen, wackeln tut schon mal nichts. Man sieht einen ganz leichten Schatten hier in der Mitte. Das kann aber auch immer an der Handhabung theoretisch liegen. Das Hirnholz liegt sauber auf und was ich ganz besonders gut finde ist, Oberfläche ist wirklich super glatt, also die Messer sind schön scharf. Wir bauen jetzt gleich mal zum auf dicke Hobeln um. Jones, du hast doch vergessen, das Teil hier so drüber zu schieben. Das habe ich nicht vergessen. Das Messer schneidet grundsätzlich. Diesen Anschlag brauchen wir nicht testen, weil er einfach nicht fest ist. Das Ding wird nicht winklig sein. Das Blech ist in sich verbogen, das habe ich mit dem Winkel schon sehen können. Hier geht es sozusagen so rein und da hinten dann auf die andere Seite. Das macht also überhaupt keinen Sinn, das zu überprüfen, weil nichts Gescheites dabei rumkommen kann. Das Teil müsste ich in meinem Fall definitiv austauschen. Was mir auch etwas Sorgen macht, ist die Stabilität von unserem Tisch, der sich einfach bewegt, wenn ich ihn hoch und runter fahre. Aber ich möchte nicht zu viel meckern. Das Abrichtergebnis ist trotzdem erstmal gut. Keine Ahnung, wie das geht, aber es sieht in Ordnung aus. Wir hobeln jetzt auf Dicke. Wir müssen also irgendwas abschrauben. Ich glaube, das Ding muss wieder ab. Das ist tragisch, aber macht eigentlich nichts, weil wir sie nicht benutzen. Also ab damit. Und die ganzen Späne müssen unten raus. Das ist noch nicht alles. Huhu. Oh Gott. Die Schrauben habe ich schon gelöst. Das muss ab. Das muss oben drauf.
und gesichert werden. Zumindest das ist wirklich einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gehört oder nicht. Natürlich eine ganz schöne Wackelpartie hier. Wir haben hier so einen Pfeil, der uns zeigen soll, bei welcher Dicke wir sind. Der ist natürlich, also ich weiß es nicht. Für mich sieht es so aus, als wäre der Tisch schief. Das werden wir gleich beim Hobeln dann ja sehen. Was hier mir allerdings auffällt, ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wir können hier nichts abnehmen. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch gesehen so hier stehen und müsste das hier irgendwo reinfummeln. Ich sehe aber überhaupt nichts mehr, weil der Tisch hier drüber völlig im Weg ist. Es könnte also relativ schnell passieren, dass ich hier viel zu nah rankomme. Das ist nicht so optimal, aber so ist es jetzt. Also. Das geht ja gut los. Probieren wir es so. Da geht schon mal gar nichts. Und eine Sache habt ihr vielleicht schon halbwegs gesehen. Wenn ich hier gucken möchte, warum es klemmt, dann gucke ich ja hier hinten rein. Vielleicht seht ihr mich gerade. Hello, hier ist der Jones. Das ist natürlich gefährlich. Wenn das Stück Holz zurückschießt, schießt es mir ins Gesicht. Denkt mal an dieses Video hier. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade nicht funktioniert. Moment. Oh Gott! Man hat es, glaube ich, gesehen, wie es rauskommt und kippt. Was ist das? So einen schlimmen Hobelschlag habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ach du Scheiße. Naja, immerhin haben wir überhaupt gehobelt. Moment, stopp. So, ich melde mich einmal aus dem Schnittraum. Was ich im Test nicht gesehen habe, weil ich es nicht sehen konnte, weil alles verdeckt ist, ist, guckt mal hier auf den Tisch. Der wölbt sich komplett unter dem Druck durch. Das bedeutet, wir hobeln immer ein U. Das Blech ist einfach genau an der Stelle, wo der meiste Druck ist, unter der Messerwelle viel zu dünn. Und man kann richtig gut sehen in dieser Aufnahme, wie sich der komplette Tisch beim Hobeln verformt. Katastrophe. Jetzt habe ich endlich auch mal einen Einsatzzweck für diesen Schiebestock hier. Also das ist wirklich legendär, das Ergebnis. Wir haben jetzt vorne einen fetten Hobelschlag und hinten drin. Das heißt, dieses kleine Stück ist im Prinzip kaum noch nutzbar. Wenn wir jetzt hier den nutzbaren Teil rausschneiden würden, dann landen wir bei ungefähr 23 cm und unser Teil ist eigentlich 32 cm. Wir verlieren also es ist wirklich unfassbar. Und ein Problem ist fast noch größer als der Hobelschlag. Das erste Problem ist vielschichtig. Wir haben hier oben einen dicken Begrenzer. Super, wir können also nicht einfach unendlich viel abnehmen. Das ist sicher. Dieser Sticker hier, der hält vielleicht noch bis morgen Mittag, dann fällt er ab. Wenn ihr eine Werkstatt habt, die vielleicht ein bisschen feucht ist, wird das Ding sofort abfliegen. Bringt euch eh sowieso gar nichts, weil wenn wir dieses Rad hier drehen,
ist es wirklich ein ganz, ganz feiner Moment, dass wir das Stück Holz überhaupt so reinkriegen, dass was abgenommen wird. Ganz oft ist es so, dass es nicht passt oder wir theoretisch gesehen einfach nichts abnehmen. Das heißt, man guckt ständig hier rein. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist super gefährlich. Man darf hier nicht reingucken, wenn man arbeitet. Das ist also wirklich ein Hin- und Hergedrehe, was absolut nervig ist. Und vor allen Dingen überflüssig. Der Tisch sieht schief aus, oder? Eieieiei. Was ist das denn? Ey, so unter uns. Mal ganz ehrlich. Bei Parkside ist das so ein bisschen Hit or Miss. Wir haben jetzt echt schon viele Sachen gehabt, die eigentlich im Prinzip völlig in Ordnung sind. Die halt manchmal so kleine Schönheitsfehler haben. Das Ding, das ist einfach kriminell. So wie das Foto auf der Kiste. Schön mit dem Schiebestock von hinten. So richtig ab. Wenn ich das jemals sehe, dann drehe ich durch. Beim Abrichten habe ich mir noch so ein bisschen die Hoffnung gemacht, dass man das retten kann. Aber das geht einfach gar nicht. Da sind so viele Sicherheitsrisiken. Und ich weiß, der eine oder andere schreibt schon, Jonas, bei so günstigen Sachen kann man ein bisschen dran basteln, bis es gut wird. Nein, das kann man nicht. Aus meiner Sicht, ich weiß, viele haben da Spaß dran, das ist überhaupt nicht zu vertreten. Keiner von euch hat wahrscheinlich einen Maschinenlehrgang gemacht oder Maschinenkenntnisse, um eine solche Maschine sinnvoll aufzubauen oder zu verbessern. Und noch viel wichtiger, das solltet ihr auch nicht. Wenn ihr ein Werkzeug kauft, dann solltet ihr es sicher bedienen können, so dass ihr zumindest halbwegs vernünftige Ergebnisse erzielt. Und ich kann es nicht verstehen, in dem Kontext von den anderen Sachen, die wir uns angeguckt haben, wie beschissen diese Maschine ist. Guckt euch das mal an. Also, wenn wir das jetzt noch mit größeren Brettern testen, werden wir feststellen, dass dieser wackelige Tisch beim Abrichten einfach auch nicht funktioniert. Die Tische an sich werden definitiv in sich auch verdreht sein. Das ist alles zu dünn. Das ist alles ganz, ganz schlecht gemacht. Und das macht mich eigentlich total traurig. Weil ich normalerweise an dieser Stelle sage, yo, und weil das Ding völlig in Ordnung ist, kann es einer von euch geschenkt bekommen. Das geht heute auf gar keinen Fall. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das zu kaufen, lasst es sein. Das ist für 230 Euro einfach Müll. Das bringt nichts. Absaugung funktioniert so nicht. Und wenn ihr da eine große Absaugung dranhängen wollt, ist das verschwendet, weil die Maschine an sich wirklich, es ist einfach Mist. Weil ich aber der Jones bin, verlose ich jetzt 5 Restekisten? Nein, davon haben wir viel zu wenige. Das geht nicht. Ich verlose deswegen einfach eine Schinko-Set-Box für euch. Digga, was? Ja, eine Abrichtung und einen dicken Hobel. Kaufe ich euch selber, weil ich das bin selber so enttäuscht und wütend, wenn ich ehrlich bin. Aber lasst euch nicht täuschen. Ein scharfes Messer und ein gutes Hobelbild, das ist halt nur das eine. Wenn in sich alles, was fest sein sollte, wackelt und die Maschine, wenn man nicht mal beim dicken Hobel was reinschieben kann, meine Güte, das muss ja jetzt mal sein. Weil ich nämlich richtig wütend bin, aber ich kann damit gut umgehen, deswegen gebe ich einfach Geld für euch aus. Also, schreibt den Hashtag Jones rein, aber ihr müsst ihn richtig schreiben. Wie? Das sage ich euch nicht, probiert es auch selber aus. Einer von euch gewinnt ein Set und lasst die Finger davon, das ist einfach Trash. Mann, ich bin mega traurig. Bis zum nächsten Mal. Restekisten sind übrigens mega nice. Esche, das Stück habe ich jetzt ein bisschen verhunzt, aber ist zum Glück dick genug. Ich kann noch was mit meinen normalen Maschinen abholen. Bis zum nächsten Mal jetzt aber. Tschüss.